Buck Ruxton wurde am 21. März 1899 in Indien geboren. Sein Fall wurde als Buddy Under the Bridge und Jigsaw-Morde bekannt, während er selbst als wilder Chirurg bekannt wurde. Er hatte wenige Freunde, galt jedoch als sehr intelligent. Als Jugendlicher wollte er schon Arzt werden, was von seinen Eltern unterstützt wurde. 1922 machte er seinen Bachelor in Medizin und im Jahr darauf einen Bachelor in Chirurgie. Er arbeitete in einem Krankenhaus in Bombay und spezialisierte sich dort auf Geburtshilfe und Gynäkologie. Im Mai 1925 ging er eine arrangierte Ehe ein, die jedoch nicht lange hielt. Er siedelte 1926 nach Großbritannien über. Als Dr. Gabriel Hakim durfte er schließlich praktizieren. Bald änderte er seinen Namen rechtskräftig in Buck Ruxton. Er heiratete und wurde 1929 Vater einer Tochter. 1930 eröffnete er eine Praxis und galt als fleißiger, mitfühlender Arzt. Er war in der Gemeinschaft hoch angesehen. Mehrfach erließ er Patienten Behandlungsgebühren. 1931 gebar seine Frau eine weitere Tochter, 1933 einen Sohn. Er stellte bald ein junges Mädchen als Haushälterin ein, um vor allem die Kinder zu versorgen. Bald begann seine Frau ihm jedoch Untreue vorzuwerfen. Nach einigen Auseinandersetzungen, in denen sogar die Polizei eingreifen musste, verließ sie ihn schließlich mit ihren Kindern zusammen. In der Nacht vom 14. auf den 15. September 1935 entführte Ruxton seine Frau und brachte sie in sein Haus. Er schlug sie und stach schließlich auf sie ein. Vermutlich hatte das Hausmädchen die Tat mitbekommen. Vermutlich aus diesem Grund stach er auch auf sie ein. Sie starb jedoch nicht durch die Stiche, sondern durch Ersticken. Ruxton verstümmelte die Leichen, er entfernte alle Spuren, sodass die Putzkräfte am Folgetag gar nichts merkten. Am 29. September 1935 wurden die Leichen unter einer Brücke in einem Fluss gefunden. Den Leichen waren Ohren, Lippen, Fingerspitzen und einige Stücke Fleisch entfernt worden, vermutlich um eine Identifizierung unmöglich zu machen. Ruxton hatte sowohl seine Frau als auch das Dienstmädchen als vermisst gemeldet. Durch Gerüchte und die aufbrausende Reaktion darüber rückte sich Ruxton selbst in den Fokus der Ermittlungen, bis man ihn schließlich am 12. Oktober 1935 festnahm. Ruxton wurde zum Tode verurteilt. Es gab eine Petition mit 10.000 Unterschriften, welche eine Begnadigung forderten, doch es nutzte nichts. Am Morgen des 12. Mai 1936 wurde Buck Ruxton gehängt.